Yo, yo, yo und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute spielen wir Gefecht in den Eishöhlen nach dem Februar-Update. Ja, aber das ist jetzt noch kein direktes Februar-Update, so wie man es kennt, sag ich mal. Aber wir versuchen heute natürlich wieder richtig stark zu sein. Lang nicht mehr gespielt von mir in letzter Zeit, das Spiel etwas vernachlässigt. Wenn ich spiele, dann für euch. Und ja, aber trotzdem versuche ich immer noch hier richtig was zu reißen. Denn das ist letztendlich meine Mission hier. Bis etwa Folge 50 wird das noch kommen. Vielleicht auch noch länger. Es kommt eben drauf an, wie die Nachfrage, wie die Quoten sind. Ja. Ich rücke einfach mal vor mit ihm. Ja, sehr schön. Einen habe ich geholt. Vielleicht ein bisschen Glück. Okay, ich rücke wieder vor. Ja, okay, der hat eine gute Waffe. E11, ja. Dinger. Ein Kill, ein Down. Vielleicht ein bisschen ärgerlich, hier immer in diesen scheiß Höhlen gespawnt zu werden. Aber okay. Geh mal in die andere Richtung. Das war eine ganz, ganz knappe Kiste. Ich bin hier relativ konzentriert dabei. Oh, ganz, ganz eng war das. Und der Detonator geht nicht durch. Was durchaus Glück ist. Ja, sie rücken vor. Stell die Scheiße mal hier ab. Sehr schön. Der ist gefallen. Wieder mal so ein... Oh. Knapp das Ganze. Natürlich. Wie immer. Ja, schön. Gut, Gegner besiegt. Ach, komm. Ja, wirft er da seinen Imploder rein. Ach man, aber das ist auch scheiße, die Map. Ist sie echt. 90% Höhlen. Das Lappen. Wir hängen direkt dann im darauf folgenden Partnerrunde dran. Das ist definitiv nicht meine beste Round. Oh! Lächerlich, komm der. Ich sehe den nicht und dann ist der da einfach. Wir sind einfach viel, viel besser. Und ich bin natürlich wieder Lappen. Oh. Muss mich schon sehr konzentrieren, um hier. Ja, ey, ich hasse die Detonatoren. Ich hasse die Detonatoren und ich hasse diese Map. Obwohl im Prinzip die DF44 genau richtig dafür ist. Aber diese Spiegelung, die hasse ich. Ah, das gibt mir nur einen scheiß Assist. Jetzt regeneriere dich doch mal so. Ey, da, die sind doch total schwarz. Du erkennst die nicht. Du erkennst sie nicht. Sie verschwinden im Nichts. Das ist Level 50. Ja. Eigentlich müsste man doch genau das Gegenteil statt zum Bonus haben.
Komm, mit Level 50 ist es echt deutlich leichter. Du verkammst dich da einfach drin und dann hast du gewonnen. Die Gegner sehen dich nicht. Richtig was gerissen habe ich ja bis jetzt noch nicht. Ja, die Hälfte ist geschafft. Immerhin. Oh, scheiß Druide. Ach, Druiden zerstören. Das kann ich. Aber Erna ist dann auch der Erste. Ich probiere mal eine andere Waffe aus. Vielleicht bin ich ja mit der besser. Die ist irgendwie konstanter. Geil! Genau das war nicht mein Plan. Ja. Das war schon mal nicht schlecht. Ich teste so ein bisschen rum. Ein Ploder. Schade. Ah, Mist! Ich dachte, er kriegt Schadenspunkte. 4-7, das ist ja richtig krass. Ja. Hätte er jetzt einen Plow, oder wäre ich down? Ey, die Waffe haut ja richtig rein, dass sich mir das jetzt erst auffällt. Ist ja schon traurig genug. Wie er längs latscht. Den habe ich echt noch genascht. Und irgendwie läuft's gerade. Ja, wir können es echt schaffen. Ey, die Waffe ist mega geil. Ganz klar. Du musst echt nur kurz drücken und sofort holst du damit was weg. Dass mir das jetzt erst auffällt. Traurig. Aber so kommen wir zu 9-8. Ist zwar immer noch nicht krass, aber es ist eine Verbesserung, definitiv. Ich meine, die meiste Zeit hatte ich auch die DF44, die vielleicht insgesamt immer noch die bessere Waffe ist, aber hier... Oh, den haben wir noch weggeholt, Stockylist! Damit verabschiede ich mich für diesen Partner, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute! Ciao!